Externer Traffic. Was ist das und wofür brauchst du es? Welche Traffic-Quellen gibt es und was ist der Unterschied zwischen warmem und kaltem Traffic? Das erkläre ich dir in diesem Video. Externer Traffic, das bedeutet, du kaufst dir von Pay-Traffic-Kanälen Traffic, also Klicks von Nutzern im Internet ein, die auf dein Amazon-Listing kommen sollen, im besten Fall zu Käufern werden sollen und damit besonders in der Produkt-Launch-Phase deine Relevanz und deine Performance von deinem Listing pushen sollen, sodass du im Ranking aufsteigst, dich positionieren kannst und damit auch mehr organische Sales abgreifst. Ich fange mal an, darauf einzugehen, was für Quellen es gibt, das heißt, wo ihr diesen externen Traffic einkaufen könnt. Der Klassiker sind momentan Facebook-Ads. Facebook, der Vorteil ist hier, ihr habt ganz präzise Targetierungsmöglichkeiten, ihr könnt ganz genau entscheiden, an welche Zielgruppe ihr eure Werbung ausspielen möchtet und habt damit auch die Möglichkeit, wirklich ein Maximum an Performance und Profitabilität von eurer Werbeanzeige rauszuholen. Das lohnt sich vor allem dann, wenn ihr in einer ganz spezifischen Produktnische unterwegs seid. Bei Google AdWords ist es ähnlich. Hier könnt ihr zum Beispiel Display-Kampagnen starten und Placements, das heißt eure Banner auf ganz besonderen Websites, die ihr davor bestimmt habt, angeben und ausspielen lassen. Ihr könnt dazu allerdings auch im Google-Suchnetzwerk ganz normale Suchanzeigen platzieren, um Kunden, die nach einem ähnlichen Produkt oder genau eurem Produkt eben gesucht haben, dort abzuholen und die Kunden, die bereits eine Kaufintention äußern, zu eurem Amazon-Listing umleiten, wo sie dort auch zum Käufer werden sollen. Weiter könnt ihr euch an Influencer richten, also auf Instagram oder zum Beispiel YouTube, Leute raussuchen, die wirklich eine Beziehung zu euren Produkten, zu eurer Nische haben. Diese Influencer könnt ihr anschreiben, mit ihnen einen Deal vereinbaren, wie ihr das macht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt jedenfalls diese Influencer bezahlen, um genau in eurer Nische eure Produkte zu bewerben. Weiter geht's mit E-Mail-Marketing. Das ist eine hervorragende Möglichkeit für die Leute, die schon eine E-Mail-Liste haben. Noch besser ist natürlich, wenn die E-Mail-Liste auch genau wieder dieser Zielgruppe entspricht. Dann kann man hier auch ganz genau auf die Kunden eingehen, die schon ähnliche Produkte gekauft haben und hier eben bei der nächsten Produkt-Launch-Phase auch ein Maximum herausholen, indem man die wieder kontaktiert und in kurzer Zeit viele Verkäufe generieren kann, Amazon ein positives Signal über die Relevanz und Performance eures Angebots geben kann und somit in kurzer Zeit durch Zuführung dieses externen Traffics von euren E-Mail-Listen im Ranking aufsteigen. Weiter habe ich hier mal SEO mit aufgeführt. Das richtet sich vor allem an die Leute, die schon einen Online-Shop oder eine andere Webseite haben, die eure Produkte zeigen. Ja? Und auf dieser Webseite könnt ihr zum Beispiel über verschiedenen Content, den ihr dort liefert, wie zum Beispiel Blogartikel, eure Suchmaschinenoptimierung starten, damit möglichst viele Nutzer, die über Google zufällig auf eure Webseite gekommen sind, vielleicht auch Interesse an eurem Produkt entdecken und sich von dort aus auch zu Amazon weiterleiten lassen. Und als letzten Punkt gehe ich auf Nischenseiten ein. Also Nischenseiten, das bedeutet, dass Betreiber im Amazon Partnernet tätig sind, dort Produkte gelistet haben, diese bewerben, das heißt zum Beispiel einen Vergleichstest oder Reviews oder ähnliche Produktseiten aufgestellt haben, mit dem Sinn, eine Provision zu erhalten, nachdem Kunden zu Amazon weitergeleitet werden. An diese Nischenseitenbetreiber könnt ihr euch wenden, natürlich nur dann, wenn diese auch in eurer Nische unterwegs sind und dort eine Webseite haben. An die könnt ihr euch wenden und könnt mit denen einen Deal vereinbaren, dass ihr zum Beispiel euer Produkt dort besonders hervorheben lässt, featuren lasst und so andere Kunden, die auch nach Erfahrungen und Vergleichswerten suchen, auch von eurem Produkt überzeugen lasst. Das ist allerdings jetzt für den Produktlaunch nicht so geeignet, da ihr ja kurzfristig viel pushen wollt. Deswegen würde ich sagen, dass vor allem Facebook Ads und auch Google AdWords in der Produktlaunchphase der beste Paid Traffic sind. Also ich würde Facebook Ads empfehlen, der hier wirklich unglaublich gute Targetierungsmöglichkeiten hat, gerade auch über Custom Audiences und Lookalike Audiences, eben nur wenn ihr auch eine Webseite habt, ist das nutzbar, die Kunden erreichen könnt, die ihr wirklich haben wollt. Jetzt gehe ich auf die zwei verschiedenen Varianten vom externen Traffic ein. Und zwar erstens die kalte. Kalt bedeutet, dass die Kunden noch nicht darauf vorbereitet sind. Das heißt, sie haben auf Facebook zum Beispiel in der Timeline euren Banner gesehen und ihr habt das erste Interesse von ihnen geweckt. Die Kunden haben aber noch nicht unbedingt eine Kaufintention. Das heißt, die klicken auf den Banner, lassen sich zu Facebook
lassen sich über Facebook zu Amazon weiterleiten, sitzen dann vor eurem Listing und sehen dort, dass das Produkt richtig dargestellt ist. Das heißt, sie sehen dort die Produktbeschreibung, die Produktfotos, den Preis und überlegen sich dort erst, ob sie wirklich ein ernsthaftes Kaufinteresse haben. Das hat den Nachteil, dass hier wirklich nur ein geringer Teil konvertiert. Sagen wir mal, ihr schickt 5000 Klicks, 5000 Interessenten an eure Facebook-Ads, schickt ihr zu Amazon und von dort konvertieren vielleicht 10 Stück. Das würde sich sehr negativ auf eure Conversion Rate auswirken und ihr könnt dort im schlimmsten Fall sogar euer Ranking verschlechtern. Das heißt, ihr kauft extra Paid Traffic ein, gebt viel Geld dafür aus und am Ende verschlechtert ihr euch noch im Ranking, da ihr einfach nicht genug Sales im Verhältnis zu den Sitzungen, die auf eurem Listing hinterlassen wurden, generiert habt. Ich schreibe das hier mal dazu. So, das ist der kalte Traffic. Das machen viele, kann wie gesagt auch dazu führen, dass ihr viele Sales generiert. In der Regel ist es hier aber wirklich zu schnell das Produkt vorgestellt, ohne den Kunden davor zu fragen und darauf vorzubereiten, ob er wirklich ein ernstes Kaufinteresse hat. Dem gegenübergestellt gibt es die Variante warm. Das heißt, hier kommen die Nutzer erstmal kalt rein auch wieder. Die haben eure Anzeige angeklickt und kommen erstmal hier kalt rein. Allerdings werden sie dann auf eine Landingpage umgeleitet. Die Landingpage, das heißt eine kleine Webseite, die ihr erstellt habt, die muss keine besonderen Informationen außer dem Impressum und einer Seite, die euer Produkt vorstellt, enthalten. Und auf der stellt ihr wirklich ganz präzise euer Produkt vor. Dort habt ihr eure Fotos, eure Bullet Points und eure Produktbeschreibung und natürlich den Preis und zeigt dem Interessenten, der auf dieser Landingpage landet, wirklich, hier gibt es ein Produkt zu kaufen. Wenn es dich interessiert, dann klicke jetzt auf den Button, der dich zu Amazon weiterleitet. Wenn nicht, dann kannst du wieder abspringen hier. Das heißt, die hier ankommen, das ist sozusagen der Filter. Das ist der Filter, der die Leute wieder abwirft, die kein ernstes Kaufinteresse haben. Die wirklich Interesse haben, die klicken auf den Button und lassen sich von eurer Landingpage aus zu Amazon weiterleiten. Das heißt, die werden hier in diesem Moment warm. Das heißt, hier passiert die Magie, die werden zu warmem Traffic, die haben nur ein ernstes Kaufinteresse und nur die wirklich euer Produkt kaufen wollen, lassen sich auch zu eurem Amazon-Listing weiterleiten. Was ist die Folge davon? Die Conversion Rate steigt, ihr sendet ein positives Signal über Performance und Relevanz an Amazon und könnt damit euer Ranking intensiv pushen. Ich bin jetzt auf diese alle Punkte eingegangen und hoffe, es hat euch geholfen. Und bis zum nächsten Mal.